Karl. Ich habe vergessen, dir dein Intro zu zählen. Deswegen drehe ich das jetzt nach. Also was in diesem Video vorkommt, ist, dass ich eine neue Frisur habe und mein Koffer wieder gefunden habe. Also, bleibt dran. Hab gerade Mittagsschlaf gemacht und davor Elite zu Ende geschaut. Also die 5. Staffel. Es war eigentlich gut. Und jetzt hat mein Vater vor mit den Haaren schneiden gegeben, weil er zu lang. Ich überlege gerade, ich habe die ein bisschen lassen und schauen, wie lang die wirklich sind. Eigentlich okay für dich. Normalerweise lässt sich länger wachsen. Aber vielleicht lasse ich sie. Ich glaube, ich mache doch eine Korrektur. Kleine Haare waschen und etwas mit meinen Ohren so mäßig und mal rausholen. Ich weiß nicht, wie es kostet, aber ich vermute, alles zusammen kostet nicht mal 10 Euro. Vielleicht etwas mehr als 10 Euro für mich und meinen Vater zusammen. Also, bis gleich. Ja. Das Zwischenergebnis. Morgen wird weitergeschnitten, weil mein Vater noch zu einem Kollegen muss und ich noch mitkomme und so. Weiß ich, gefällt mir nicht so leider. Aber vielleicht wird es morgen besser aussehen. Vielleicht sieht es ein bisschen komisch aus, aber vielleicht wird es morgen auch so. Wo kocht meine Tante? Da ist sie, in Beige. Was meine andere Tante, eine kleine Cousine. Mein Onkel, der jetzt 5 Monate hier war, um auf meine Oma aufzupassen, seit ja im Bett liegt, fährt jetzt zurück nach Deutschland. Da ist er. Mit diesem gelben Bus da fährt er, die Liegebus. Ciao Onkel, ciao ciao. Wir sehen uns ja in Deutschland. Ich bin schneller als gedacht. Etwas zu schnell. Geht's einfach weg. Also, wir holen jetzt meinen Koffer ab und dann werde ich direkt ein Opening machen. Also, es heißt, wir werden direkt schauen, was drin ist. Ich habe auch keine Ahnung, es ist eigentlich noch 2 Sachen, eine Tasche und so einen mäßigen Stick. Und dann mal schauen, was da sonst noch drin ist. Aber ich glaube, wir klappen. Wir haben gerade Bang Mi bestellt. So macht man. So sehen die Stände normalerweise auch aus. Einfach. Da drinnen wohnen die. Hier haben die so Fleisch, Brötchen und so. Dann machen wir einfach unser Brötchen. Easy eigentlich. Für den Haarschnitt verlangten die. Was glaubt ihr? Ratet mal kurz. 2 Euro. Für Haarschnitt und wir haben dann noch in meinen Ohren rumgefummelt und so. 2 Euro nur. Auf entspannt. Egal, wir schauen jetzt, was in meinem Koffer ist. Und los. Okay, ich hab's gerade aufgemacht. Meine Bauchtasche. Was da drinne? Taschentücher. Hier ist mein Gimmel drinne. Oh, wirklich schwer mit einer Hand immer. Wie alle sagen. Schuhe, Klamotten, Unterhosen, Badehose. Hier sind Creme, Socken, Thermo.
gelbes ein lilanes T-Shirt, weißes T-Shirt, eine Hose, ein paar Tüten, damit ich dreckige Klamotten reinmache. Hier, mal schauen, was hier drin ist. Okay, ein Hemd, eine rote Hose und ein Rollkragenpulli. Ja, das war's auch schon. Nicht so besonders, aber die Sachen habe ich vermisst. Ey, dieser Friseur hat mir sogar das hier geschenkt. Er hat's vom Fuß genommen. Jetzt nochmal. Da, wo man betet mit Räucherstäbchen und so. Ich hab's gerade verstanden. Ich hab gerade vergessen, wie es heißt. Aber er hat sie mir einfach geschenkt. Bei ihrem Mann. Ich zeig euch mal, wie die Bambis aussehen. Oh, das ist schön, ne? Boah, sieht schon lecker aus. Probieren wir mal. Ja, schmeckt lecker. Ich will bei meiner Tante essen. Und Dings, ich wollte noch was zum Gepäck sagen. Entschädigung oder so. Erinnert mich daran. Schreibt in die Kommentare, damit ich das nicht vergesse. Jetzt Getränk hier. Boah, schmeckt übel gut. Hier, wir haben hier Aale. Hier in meiner Stadt, die essen richtig gerne solche Aale. Mit Brötchen. Schmeckt auch richtig lecker. Also, wenn ihr probieren wollt. Der süße Hund. Auf jeden Fall. Wow, wow. Gerade eben hat er mich noch die ganze Zeit angebellt. Oh mein Gott. Gott, der süß. Bisschen dreckig, aber süß. Ich hoffe, er beißt mich nicht. Alter, hat jetzt angefangen zu regnen und meine ganze Rot ist jetzt dreckig. Scheiße. Vorhin hat es richtig fett geregnet und wir sind auch zum Auto gerannt. Und als wir rausrennen wollten, ist da auf diese kleine Pfütze da mein Handy direkt runtergefallen. Achtung. Der Kuhsägen hier kommt aus Chiron. Jetzt hier. Hier ist das Haus meiner Großeltern, mütterlicherseits. Ich kann euch mal das Haus irgendwann zeigen. Ich bin heute gerade zu faul dafür. Oh, ich habe auch vergessen, ein Outro zu drehen. Also das war's vom Video. Aber auf das nächste Video solltet ihr euch freuen, das ist echt interessant. Hoffe ich sehr wirklich. Also wartet ab, bis das nächste kommt. Ciao.